Hallo, willkommen zu einem neuen Spezialding. Da ist es, Elite. Und zwar will ich Folgendes machen, klick schon mal an. Ich will das mit dem Elite machen, weil im Forum haben es einige geschrieben und unter dem Video habe ich es, glaube ich, auch zwei, dreimal gelesen. Die Frage, wie kann man Elite benutzen? Ich halte es für die schlechteste Fähigkeit überhaupt, aber manche Leute sagen halt, die beste Möglichkeit, das zu benutzen, ist, dass man einfach die ersten Level nichts kauft und dann eben genug Geld hat, um direkt dicke Dinger aufs Feld zu holen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, ehrlich gesagt. Ich habe eben schon eine Runde mit der Strategie gemacht. Hübsch, ne? Habe eben schon eine so gemacht, weil ich drei Runden nicht gekauft habe, dann die dicken geholt habe, ne? Dick draufgestellt, geht nach Meltepoint geholt, Spiel war sofort vorbei. Ja? Ist auch völlig mit Ansage. Ja? Deswegen kann das niemals klappen, denke ich persönlich. Aber weil so viele sagen, dass das klappen soll, bin ich auch bereit, dem einen ernsthaften Shot zu geben und das ein paar Mal zu versuchen. Und nachdem ich jetzt ein bisschen weiß, wo die Schwächen liegen, habe ich jetzt, will ich es nochmal versuchen hier im Live-Video. Gegner ein paar tausend Punkte gab es, auch kein Anfänger. So, also eine der Schwächen ist halt dieser Melting Point definitiv, ne? Was bedeutet, dass diesen kleinen Einheiten hier, um kleine Einheiten wegzumachen, eine besondere Bedeutung zukommt. Die andere Sache ist, sind die Flanken. Wenn ihr einen Dicken hier in die Mitte stellt, dann ist die Flanke natürlich eure Achillessehne. Und von daher ist es wichtig, die wegzuräumen, die kleinen Dinger. Und die Flanken gleichzeitig zu beschützen. Es kommt darauf an, was ihr als dickes Ding daher kauft. Ich werde jetzt keine Einheit kaufen. Aber das ist die Idee, warum ich die jetzt hier hinten aufstelle, dass ich die ganz dicken Herde davor stelle. Und dann muss man irgendwann vielleicht doch nochmal kleine Dinger kaufen, wir ganz vorne, muss man mal gucken. Ist natürlich ein super Test, wenn der Gegner mit Steel Balls anfängt. Das macht das noch interessanter, weil alle dicken Monster, die ich kaufe, und das ist völlig egal, welches das ist, die von Steel Balls gekontert werden. Also, aber das ist eigentlich an der Stelle auch völlig egal. Also die Proberunde, die ich eben gemacht habe, da habe ich die ersten drei Runden, glaube ich, sogar gewonnen, obwohl ich keine Einheit gekauft habe. Oder ich habe, glaube ich, die ersten zwei gewonnen, die dritte war so 50-50-Zeugs. Und trotzdem, ja, dann ein Fortress geholt, was unbesiegbar war, Gegner Melting Point. Und dann konntet ihr bis 5 zählen, dann war das Ding tot. Also, das ist völlig normal, ne? Also, jetzt natürlich viel, viel schlimmer als der Fall von eben, weil er eben Steel Balls hat. Dass er direkt gekontert, wenn ich ein großes hole. Also, vielleicht muss man da dann. Ich weiß auch nicht, was man da machen soll. Also, eigentlich ist das komisch. Ja, also, das hier ist schon mal eine gute Karte. Ich meine, ich kann jetzt schon anfangen, weil er die so komisch hingestellt hat, der links, dass ich zumindest die Gefahr jetzt mal rausnehme. Ich will es eigentlich nicht machen, aber dann hätte ich jetzt einen Vorteil mit dem, wenn ich ihn jetzt hacke hier links. Ne? Das ist ja ein Level 3 Hacker. Wie langsam bist du? Bist du schnell für den, ne? 7. Genau, also dann hacke ich die Bällchen jetzt einfach von hinten. Ich wollte eigentlich alles Geld sparen und ich werde das jetzt auch weiter sparen, aber wenn ich die Bällchen jetzt rausnehmen kann, dann kann ich die Strategie halt noch weiter spielen. Das war ja klar, dass die jetzt auflevelten alles und sonst hätte ich ja direkt wieder rausgehen können aus dem Spiel. Das hätte dann gar keinen Sinn, das nachzuspielen. Ich will das ja ernsthaft auch machen. Und da muss man da auch ein bisschen flexibel bleiben. Einen Ball, zwei Ball, drei Ball. Das ist auch egal, ob die das gewinnen. Es geht nur darum, dass nicht gleich sechs oder acht Bällchen auf mein dickes Ding zulaufen. Ne? Wenn ich es richtig spielen würde, würde ich jetzt hier vorne einfach noch ein paar Crawler hinstellen oder irgendwas Vergleichbares, damit er halt weiter hacken kann in Ruhe. Oder einen zweiten Hacker oder was auch immer. So, jetzt Runde 3. Ich würde noch eine Runde normal sparen jetzt. Klar, jetzt kriegt er die Karte. Er wäre das richtig. Ja. Also der Fortress kostet, glaube ich, 800 Punkte. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, eigentlich müsste ich einen zweiten Hacker da hinstellen. Guck mal, der ist jetzt auch Level 3. Also jedes dicke Monster, was ich gleich hole, ist einfach Kanonenfutter. Na, ich stelle nochmal einen Hacker da hin. Also es geht, glaube ich, nicht anders. Und dann muss ich da nochmal ein Schild, dass sie nicht alle weggenukt werden von irgendwas. Jetzt habe ich halt eigentlich, ne, die schon fast verwässert, die Strategie, wo man sagen kann, dass ein Hacker Level 3 ja im Prinzip diese Strategie auch ist, ne? Nur wollte ich halt länger warten, ob man dann den Vorteil hat. Und das sagen die Leute ja, dass man die Armee auch countern kann des Gegners gezielt. Aber hat es Sinn gemacht zu warten? Weil er hat dir ja, ne? Das ist ja direkt die Konter. Besser geht's ja gar nicht. Also von daher hätte ich das dann künstlich einfach nur in die Höhe gezogen, wo ich die Konter ja schon spielen konnte. Und er levelt die auch weiter auf, der Freund. Also von daher ist das ja hier sehr angenehm. Weiß nicht, ob er sich damit einen Gefallen getan hat mit den Crawlern. Mal gucken. Es sind ja eine Menge Crawler, aber ich habe natürlich auch zwei Arclights. Also eigentlich muss ich nur noch einen Arclight dahinstellen, dann müsste das eigentlich gehen.
Wird aber jetzt reichen, weil der hackt nämlich doch noch die Crawler. Aber ja, noch ein Arclight würde das Problem vielleicht lösen. Die Crawler haben ihn getötet. Der hackt halt die falschen Einheiten, aber wie gesagt, einen Arclight hinstellen, das reicht wahrscheinlich völlig aus. Das war ja das Crawler-Problem. Wir haben auch mehr Speed, die Freunde. Ich komme nicht dazu, die Strategie in Anführungszeichen sauber runterzuspielen, ne? Ach ja. Ich mache noch ein bisschen mehr Schaden an denen. 400. Was hat der denn Level 3? Wie viel Leben? Aber der tut sich wahrscheinlich nicht mehr one-shotten. Der one-shottet die. Also es muss dann Level 3 Arclight hin. Der one-shottet die dann auch. Und das müsste jetzt eigentlich wieder alle Probleme lösen. Ich habe ja eigentlich noch nicht viel verloren. Also ich könnte jetzt eine Runde noch dick auf den Dicken warten. Worum es ja eigentlich auch geht. Wenn ich ihn jetzt hier freischalte. Das kostet halt 1000 Punkte, brauche ich, um den hier auch zu holen. Und dann bringt sich das jetzt an zu klicken. Also warten wir noch eine Runde. Eigentlich könnte ich auch einfach einen Sledgehammer machen, die würden die Front hier auch aufräumen. Ich weiß ja nicht, ob sie die Strategie zu sehr verbessert. Die Leute sagen halt, man soll dicke Monster am Spätdank holen. Sledgehammer wäre es die Konter hier, keine Frage. Aber dürfte ich jetzt schon einen holen für diese Strategie? Es gibt ja keinen, der da eine konkrete Anleitung zu macht oder so blöd ist, wie ich einen Replay dazu hochlädt. Wahrscheinlich, weil da dann alles auch an die Wand gefahren wird. Natürlich weiß er, dass ich ein YouTuber bin. Da kannst du dir das angucken, dann weißt du, warum die so dumm läuft, die Runde. Also wie gesagt, Slashhammer wäre die absolute Konter hier, ohne jedes Problem. Ne? Oder irgendeine Lufteinheit, der hat ja keine Anti-Air. Augen zu und durch. Ich will nächste Runde den Dicken holen. Ach, ja, so schmerzhaft, Mann. Aber wer keine Strategien testet, der kann halt auch nicht sagen, dass die scheiße sind. Also falls jemand wirklich einer der ist, Leute, die diese Empfehlung gemacht haben, schreibt mal konkret die Anleitung bei, wie es gehen soll. Ich habe ja hiermit schon einen Kompromiss jetzt eigentlich gemacht, finde ich persönlich. Aber es schreibt halt keiner offiziell im Forum, wie es funktionieren soll. Oi, und auch wieder alles tot. So, jetzt geht's los. Große Action. Fortress. So ist das jetzt GG. Mal sehen. Die Hacker eben so weit hinten hingestellt, ne? Die sollen nicht zu früh den Gegen beschießen. Egal. Ich meine, die sind ja schon tanky, ne? Und ich baue jetzt die Konter langsam auf. Die Frage ist halt, wie viel von den Dicken muss ich noch bauen? Ja, Marx wird alle aufgelevelt. Das ist sicher toll für den Großen. Er ist einfach zu simpel, im Spiel große Einheiten zu kontern. Was einfach voll zu 100% gegen diese Strategie spricht. Und wenn ihr jetzt große habt oder halt Mediums im Early Game, das ist ja das gleiche in Grün, ne? Er war direkt tot. Hat nur was getankt. Aber rechts sind wir durch. Naja, wir hacken uns aber jetzt da durch. Also den gebe ich gleich Range und dann kontern die das alles. Da sind wir sehr gut dabei. Die Adri macht natürlich auch ihren Job. Zack, meiner. Auch meiner. Tot. Und jetzt kommt das epische Comeback. Uiuiuiui. Aber wie gesagt, eigentlich habe ich die nicht sauber gespielt, die Strategie, ne? Weil ich die Dinger hier unten gebaut habe, die Hacker, und da habe ich ja eine Runde mit gekontert. Also ich müsste das eigentlich in Anführungszeichen noch schlechter spielen, damit das halt sauber gespielt ist. Jetzt kann ich mir keinen Dicken mehr leisten, diese Runde. Was kostet denn die Range bei dir? Kauft. Ja, eine andere Sache ist, ich glaube, so wie die da stehen, könnte der Satellit Schaden an denen machen. Ja, ich kann die alle ausschalten, oder? Es kommt darauf an, wie schnell die laufen. Also mit ein bisschen Pech klappt es nicht, ne? Weil der so gerade außerhalb des Radius ist. Wenn der einen Schritt nach vorne geht, zu viel Distanz zwischen den beiden, weil der schneller als der ist. Mit ein bisschen Glück schalte ich einfach alle drei Squads aus. Das will ich einfach mal ausprobieren. Verwässert alle Strategie, weil ich halt normal spielen will, Mann. Ich muss mir diesen Instinkt abgewöhnen. Hat noch funktioniert so knapp.
Aber so ich mich echt abgewöhnen, Mann. Also wenn ich was testen will, dann muss ich es halt so testen, wie es wahrscheinlich gemeint ist. Naja, also ihr seht schon hier die Counter, ne? Der Artillery-Spam, ne? Der schießt die ganze Zeit da rein. Melting Point wäre wahrscheinlich die einfachere Methode gewesen. Artillery geht sicher auch. Ist alles keine Überraschung. Das ist halt so, als ob euch jemand eine Anleitung gibt zum Verlieren, diese Strategie, wenn ihr mich fragt. Rechts sind wir trotzdem durch, mal gucken, wo es noch hingeht. Und der hackt da hier fleißig mit der neuen Range, ne? Artillery hat jetzt ein Range-Problem, also wahrscheinlich klappt das sogar jetzt auch noch. Ich kann dann jedem danach nur sagen, testet das dann ruhig selber. Ich wünsche dann jedem viel Spaß damit. Aber ich mache das jetzt auf jeden Fall auch noch zwei, dreimal. Einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht in Zukunft wiederholen will. Jetzt müsste da hinten ein Schild eigentlich kaufen, weil der steht da so kompakt, das geht gar nicht anders. Jetzt sind wir natürlich im Late Game, wo das mit dieser Skalierung kommt. Könnt ihr da hinten auch noch ein Schild geben, den Hackern? Ja, Barrier nochmal da oben drauf. Was versucht er noch eins beizupacken? Ich meine, das ist jetzt schon mit Level 5, ne? Das ist halt 200.000 Schild, 250.000 Leben, also 450.000 hält er jetzt aus. Das ist schon natürlich eine angenehme Tüte. Müsste ein Schild gegen das Feuer aufstellen, weil das es auch machen kann. Aber das kann ich mir nicht erlauben. Also es wird direkt weggesniped wahrscheinlich. Ich versuch's mal, ich will nicht, dass er da reintritt, aber ich habe Angst, dass er sofort verschwindet von den ganzen Schüssen da. Testen wir einfach mal. Den Sniper nochmal abknallen, also immer rein da. Vielleicht klappt es ja nochmal. So ist kein Schild gekauft. Okay, der hasst sein Leben. Hatte gerade den Sniper eben mal dran verloren und hat den Schlag von mir gesehen. Also das Schild hätte das schon finanzieren müssen. Ja, die Crawler wird natürlich auch nicht funktionieren. Ich habe jetzt die Arclights, ne, auf hohem Level. Die ballern sich da einfach freudig durch. Ja, die sind natürlich jetzt alle verbrannt da oben. Und die Hacker, die sind hier fleißig dabei. Aber ich kann nicht glauben, dass das hier funktioniert. Ich mach's gleich nochmal, dann seht ihr, dass das nicht klappt, die Strategie. Und dann weigere ich mich, wenn das Steeballs drauf sind, die Hacker zu kaufen. Ich mache das schön, schön wie. Also ich habe es halt so verstanden, wenn ich im Forum das lese. Spät Level 3 Einheiten kaufen, und zwar große, ne? Giants dann eben. Weil das war ja früh gekauft, um die Balls direkt wegzuholen. Also Schande über mein Haupt. Ich mach's gleich nochmal sauber. So, hiermit vorbei. Okay. Auch nicht schlecht. Ja gut, ihn so aufgelevelt, der kriegt auch mal den Bonus. Ich komme nicht dazu, noch Einheiten zu kaufen, weil die einfach zu stark aufleveln. Okay. Ich bräuchte noch ein dickes Ding. Kann ich mir nicht leisten, ne? Ein dickes. Die kosten alle zu viel dann nachher. Ist ja dann Tausender. Dann holen wir einen Rhino, der Spaß hat. Ah, ich habe das Schild vergessen zu kaufen, aber es ist eh nur Smoke, das ist eigentlich für mich nicht relevant. Da ist ja genug Schild, wo die rausballern. Der Rhino wird jetzt die Artillery gut beschäftigen, was natürlich die Tankiness von denen hier, ich meine, das ist halt ein Biest mit Level 6 und Schilden und dem Schild-Item und 300.000 Leben, das ist ein absolutes Biest, ne? Ja, aber der wird jetzt eh die Schilde tanken, die Artillerie. Ein Großteil wird einfach dahin ballern. Hat aber die Steel Balls, ich finde das ein bisschen arbeiten. Aber wahrscheinlich kein guter Call, den von mir dahin zu stellen. Ja, das war kein guter Call, den dahin zu stellen. Die schießen nicht in die Seite und ich verliere meinen Hacker unter Umständen. Ja, wobei, ich habe nochmal Glück gehabt. Rakete! Ich kaufe mir gerade eine Armee. Oder ich hack mir eine Armee, je nachdem. Zack, nächster. Und jetzt hacken wir mal die richtigen Targets. Und den nächsten und den nächsten. Der ist immer noch die Schilde hier vorne am tanken.
Und danach gibt es halt 500.000 Leben. Der hat eine halbe Million Lebenspunkte, nachdem das OP-Schild weg ist. Also falls es heute mal verschwindet, das Schild, ne? Aber eine halbe Million Leben hat der noch über. Ist das krass, Mann. Ich weiß gar nicht, wie der den Level bekommen hat. Also ich habe mir auf Level 3 gekauft, aber er hatte schon Level 5. Der muss da die ganze Zeit Sachen abgeknallt haben. So, aber jetzt geht's los. Eine halbe Million Leben. Ja, das sieht nicht gut für den aus. Hat er noch den Debuff gerade an? Go, go, go! Das schafft er nicht, verliert die Runde. Ja, ich habe den Rhino, das war Blödsinn mit dem Rhino da am Anfang, da hinzustellen. Ey, hinten hingestellt hat er sich einen guten Effekt erzielt. Aber wenn ich verliere, dann kann ich sagen, ich habe nicht die Strategie. Na, lassen wir das mal. Naja, lass mal ein bisschen die behämmern da oben. Links da, lass mal den Rhino anders hinstellen. Field Recovery. So, jetzt haben wir eh 2000 Punkte, jetzt können wir wieder was Ordentliches aufstellen. Ja, den kann ich auch nochmal ein Schild geben. Alle Level mitnehmen. Und hat eigentlich gar keine Flugabwehr auf der rechten Seite, ne? Ich kann da einfach durchfliegen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Gucken wir mal, diese Runde eine kauft. Ansonsten fliege ich da jetzt gerade rein. Ansonsten haben wir noch hier das alles anmachen. Nochmal gegen Kleinvieh mehr holen. Falls er mich zuspammt. Damit die Hacker in Ruhe arbeiten können. Ne? Programmieren dauert ja. Klar, da steht jetzt ein Phönix. Ja gut, ist auch unnötig. Ich hätte ihn auch da einstellen können, das wäre genauso gut gewesen. Ne? Okay, der Overlord ist jetzt weg. Okay, und am besten wäre es gewesen, ihn da unten hinzustellen, weil er den ganzen Support gehabt hätte. Das war unnötig getrollt, genau wie das eben auch getrollt war. Also ich denke, hätte ich das ernsthaft gespielt, ne? Vielleicht auf eine Atombombe da drauf geworfen und so, dann wird das jetzt locker gewonnen. Das macht es nicht besser, aber trotzdem. So, der hat jetzt aus irgendeinem Grund ohne Schild angefangen. Ich habe jetzt nicht gesehen, warum. Das ist nicht ganz so unbedeutend, weil wir da von 300.000-400.000 Leben sprechen. Wenn, vielleicht waren das die Sniper, die das instant weggebolzt haben, das Schild? Fragezeichen. Also, er hat ohne Schild angefangen. Das hätte ich jetzt ganz gerne verstanden. Naja, es ist soweit die Runde. Aber das ist gut, dann brauche ich dich nochmal zeigen. Na, wie gesagt, also ich habe schon versucht ernsthaft zu machen, auch wenn das jetzt, wie gesagt, hier und da rechts, ne, also das war ja, er hatte ja keine Flugabwehr, das war einfach nur, er hat sie halt gestellt und ansonsten hätte ich schnell das Headquarter kaputt gemacht für den Kampf. Aber das hätte ich von hier trotzdem schneller eigentlich geschafft, ne, weil der musste ja da porten. Das war also nicht der beste Call. Der holt sich jetzt noch alle. Die Anti-Luft nehme ich übrigens gleich raus. Ich habe die letztens getestet nochmal und nicht selten schießen die in so einen Blob rein und dann sind immer noch irgendwie ein, zwei Phönix auf dem Feld, ne. Er hat jetzt Level 6 gleich. Naja, hätte ich den Overlord richtig gestellt, hätte ich jetzt gewonnen gehabt. Die machen, glaube ich, jeder 50 Schaden, also 200. Ah, da bin ich ja noch drin in der Runde. Dann kann ich das noch gewinnen, okay. Ist das GG? Echt? Ich denke, dass jeder von, dass das 200 macht, das Quad. Nee, macht's nicht, habe mich verzahnt. Jeder Einzelne macht 100. So ist es das, genau. Aber das heißt, ich brauche es nicht nochmal versuchen. Ja, aber da, wie gesagt, also ich denke, hätte ich es richtig aufgestellt, hätte ich es auch mit der Strategie gewinnen können. Aber es war ja nicht sauber gespielt wegen den Hackern. Ne? Ich hätte ja früher auf die Großen dann gehen können, hätte ich die Hacker nicht geholt, aber dann hätte ich Steeboys ja nicht gekontert gewesen und ich hätte mehr Leben im Early Game verloren. Also ich glaube schon, dass ich die zumindest bis zum Late Game, wo ich dann eben den Blödsinn gemacht habe, aber nicht mit Absicht, sondern einfach ohne Nachdenken, dass ich bis dahin schon stärker damit gespielt habe. Ich mache es uns einfach nochmal, wenn ich ein Spiel finde, dann sehen wir es. Wir machen es einfach nochmal, ja? Dann habe ich heute drei davon gemacht und dann reicht es mir auch. So, nächster Gegner. Elite. Um zu und durch. Also, was ich im Moment vermute, ist, wenn man die Tier 2-Einheiten kauft, vielleicht spätestens bei Runde 3, und das war das ja ungefähr so ein bisschen mit den Hackern eben, dass das eine leicht funktionieren könnte, obwohl ich halte ich immer noch für schwach die Strategie, aber dann kann es leicht funktionieren.
Aber wenn man wirklich bis Runde 4 wartet für Giants, ich glaube nicht, dass das dann klappt, ehrlich gesagt. Ist einfach zu simpel zu kontern. Die haben ja den Auftrag, das Kleinvieh abzuballern, wenn die Dicken vorne stehen. Und die Fangs sollen das dann gleich tanken. Und die Dicken stelle ich dahinter dann. Und von daher stelle ich die entsprechend auch dann so weit oben hin. Und man muss sich um eigentlich die Flanken kümmern, wenn einer auftaucht, weil das können sich die Großen nicht drum kümmern. Und da mache ich jetzt auch einen Start damit, ne, damit alle Flanken abgesichert sind. Aber die erste Runde ist nur Feeden. Man kann darüber überlegen, dass man das ohne diese Kauf jetzt macht, die ich gemacht habe, einfach damit der Gegner weniger Erfahrung kriegt, ne? Das ist ja einer der Vorteile, wenn man nichts hat am Anfang, dass er weniger Erfahrung sammelt. Also er sammelt schon Erfahrung im Vergleich zu euch mehr, ne? Was einer der großen Nachteile ist. Und man kann den damit verkleinern, den Nachteil, wenn man nichts, gar nichts kauft. Aber der war vielleicht schon fast übertrieben da. Ich hätte ihn ja genauso in Runde 3 kaufen können. Auf der anderen Seite verliere ich wahrscheinlich weniger Leben, weil ich ein bisschen mehr abknalle. Immer schwer zu sagen. So, aber jetzt gucken wir mal. Runde 3 oder Runde 4. Was ja das Gute ist, wenn man solche Sachen testet, auch wenn man nicht von überzeugt ist, ist, dass man trotzdem irgendwas davon immer meist mitnimmt. Also irgendwas, was man halt nicht gesehen hat. Man erweitert einfach seinen Horizont. Go Fang, hol dir den Sturmcaller. Ich weiß halt jetzt nur nicht, ob ich wirklich die kleinen und die, also die Mediums, die Tier 2, die Tier 3 nehmen will. Ja, hier könnte ich aber schon ein bisschen aushelfen. Oh, ich hätte es halt hinten schnell stellen müssen. Ach, egal. Sogar Level abbekommen. Ja, den Level nehme ich natürlich mit, wenn es den gibt, keine Frage. Hat nicht richtig geguckt, ne? Also hätte ja gucken können, welche Einheiten aufleveln. Wenn die besser war als die da unten, warum dann da unten das Ding draufstellen? Die hat zwar mehr kleine Kills, aber der hat mehr XP gehabt. Und der levelt ja auf, der hätte hier Level 2 töten können mit dem Raketenschlag. Die machen, glaube ich, 3000. Hat sie jetzt Wespen geholt? Was natürlich jetzt ein Fehler ist, weil ich Fangs habe. Dagegen helfen, also der wird es trotzdem schaffen wahrscheinlich. Wegen der Menge auch hauptsächlich, aber. Der Wespen-Call war natürlich völlig falsch, ne? Ich habe ja Fangs auf der Map. Die schießen die einfach in Stücke. Also ich muss halt 1000 Geld haben, damit ich einen Giant kaufen kann. Und meine Überlegung echt dahin geht, das nicht mit dem Giant zu machen, sondern mit Tier 2. Ich muss die Raketen noch rausnehmen, ne, von dem Fortress. Die sind wirklich totaler Garbage. So, sind wir 900 über. Ein Coating ist natürlich immer nett. Feng 40%. Das ist keine schlechte Karte, wenn man die aufrüstet. Aber hier ist auch wieder das Ding, er holt ja keine Masse an Fangs. Und das ist immer so ein Ding. Aber die ist gerade gar nicht mal schlecht, die Karte, wenn ich den gleich Range geben würde. Gegen die Wespen wären die halt dann besonders gut. Ja, wir machen das mal. Weil dann hole ich jetzt einfach mal einen Fang und mache ein kleines Upgrade hier. Und nächste Runde habe ich dann genug für den ersten Giant. Dann tue ich auf die Mediums verzichten, dem zugunsten. Links, rechts alles geregelt. Stellt sich Mitte hin als Feuersupport. Also dient hier schon leicht Beefy, die Leute. Gegen Crawler ist das halt gut, ne? Erhalten die einfach mal zwei Hits aus oder so. Gegen die Bomber ist das gut. Ist immer ein bisschen Levelvorteil sicherlich, aber den habe ich ja gleich. Kann jetzt Crawler besser abknallen, nehme weniger Schaden von denen. Das Schlachtschiff stört sich ja ein bisschen. Und ihr könntet auch viel später Giant spielen als der Gegner, ne? Weil es einfach tausend das Stück kostet, also mit dem Freischalten. Also ein Ivo auf eine sehr schwache Strategie zu sagen, dass er auf Wespen geht, obwohl ich Fangs habe und dann danach mit dem Overlord noch weiter reingeht.
Weil der Forst halt, also ich kann dann mit dem gleichen Upgrade sozusagen, irgendein Anti-Air, kann ich halt beide Einheiten kontern, ne? Das ist immer schwach. Also guckt immer, dass er da alterniert auf jeden Fall. So, jetzt können wir endlich mal anfangen zu spielen. Beria geht leider nur auf Ground Units. Ja, dann machen wir das einfach. Und dann lassen wir den relativ früh aufleveln. Zack. Die kleinen Männchen vor ihm. Alles geschützt. Ja, und die müssen jetzt aufleveln. Wichtiger als die Artillerie, sicherlich. Kein Geld leider. Jetzt eh Kanonenfutter da vorne. Und jetzt muss ich gleich einmal schauen, ne, was ich jetzt dazu kaufe, welche Giants. Also jeder Giant kostet halt 200 nochmal extra. Gut ist halt jetzt, dass die unter dem Schild sind, sonst passiert das wieder vorne, dann ist das ganze Squad fast weg. Lop, lop. Ich habe leider den Multistrahl nicht drin. Aber ich könnte hier vorne mir ein paar Crawler holen. Oh, schmerzlos nach. Ein normal, also wenn das jetzt ein normales Spiel wäre, ja, dann hätte ich schon lange einen Rhino geholt und wäre reingelaufen und das Ding kaputtgeschlagen. Ja, links und rechts. Aber jetzt stehe ich natürlich da mit diesem unflexiblen Ding und lasse mich halt behaken. Aber es macht vielleicht nochmal deutlich, warum das nie eine gute Idee ist, alles in einen Pott zu werfen. Ja, das können wir machen. Dann können wir vielleicht die Artillerie ein bisschen zugrunde richten. Schild ist ja leider da und geht nicht weg, ne? Ich wollte halt den Multishot von dem, aber den habe ich leider nicht drin in dem Teil. Weil ich auch nicht davon überzeugt bin normal, aber jetzt in dem jetzigen Setup wieder sinnvoll. Dicke Monster holen. Darf ich noch rückläufig kaufen? Ja, keine Ahnung. Es macht halt irgendwie leider alles keinen Sinn mit den Dicken. Ich müsste eigentlich eine Runde wieder sparen, ne, um ein Dickes leisten zu können. Ich kann dem auch schon mal die Range geben. Die braucht er so oder so. Das wird aber keine gute Runde. Wenn das Schild gleich weg ist, dann tue ich nächste Runde den Schlag draufsetzen. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt schaffe. Ich würde da zumindest wenig rausbekommen. Bye bye, Arti. Dem fehlt eine Frontlinie hier, ne? Die machen das noch ein bisschen. Ja, ich bräuchte halt jetzt, ne, Antworten gegen ein bisschen Air, gegen ein bisschen Boden und das erfüllt halt kein Giant gleichzeitig, ne? Somit nicht sinnvoll. Das Einzige, das machen würde der Overlord ein bisschen, das ist viel zu easy abzuknallen, wenn ich dann Overlord jetzt hinstelle für 1000 Punkte. Aber das wäre jetzt das Einzige, was eben alle Aufgaben gleichzeitig erfüllt. Oder der Fortress mit den Scheißraketen. Der ist noch nicht gut gegen die kleinen Crawler. Vielleicht mache ich das mit dem Fortress, mit den Scheißraketen auf der linken Seite, aber das kostet halt wieder ein Vermögen. Und ist halt ultra unflexibel für was der Gegner baut. Da haben wir den Blast. Weiß gar nicht, ob ich jetzt das hinterherziehen kann. Ich mache es dann nächste Runde, weil das wird jetzt diese Runde hoffentlich die Schilder ausschalten, aber eben nicht schnell genug. Und nächste Runde, wenn es nicht nachkauft, zerstöre ich dann die Arti. Oder so hoffe ich. Ja, 1000 Punkte ausgegeben, aber ich kann eigentlich keinen zweiten gebrauchen. Da waren ja 400 Punkte Upgrades bei. Also, wie gesagt, eigentlich wäre das jetzt hier das einzig Sinnvolle. Oder halt das, wenn, aber da habe ich ja noch ein richtiges Upgrade diese Runde. Also, das wäre zu spät gut. Also, gut wird das nie, aber zu spät würde es irgendwas machen. Also, ich muss jetzt einfach mit dem leider arbeiten. Lass mal den mal von hinten aber anfliegen. Zack, weg mit dem Schild.
Ihr kriegt da einfach keinen Schaden auf das Schild, ne? Deswegen, dass jede Runde nicht neu kaufen muss. Das wäre dann wieder die nächste Baustelle. Also, wenn ich einen Gegner zwinge, halt jede Runde Schilde zu kaufen, ne? Und das passiert ja, wenn er zum Beispiel ein bisschen aggressiver spielt und auch mal eine Runde gewinnt zur Abwechslung, dann, dann geht das halt wieder in seine Kasse rein, ne? Also aus der Kasse raus. Und das passiert ja jetzt hier gar nicht. Go, go, zeig mal was. Ja, mal gucken, ob ich noch mehrere Runden habe, um das zu kontern. Aber es sieht so scheiße aus. Ich sehe so viele Konter, die ich nicht spielen konnte, Mann. Das ist so schmerzhaft. Aber irgendwann habe ich genug Giants auf der Map. Dann läuft das auch. Ja, mit der Rakete bringt heute nichts mehr. Jo, ja, wir müssen die kleinen Wespen immer wieder mal abschießen. Was bedeutet, ich müsste kleine Viecher kaufen, aber das würde der Strategie zugegen führen. Also ein Mustang würde meiner Meinung nach nicht in die Strategie passen, sinnvoll. Zumindest nicht so, wie ich die verstanden habe, ne? Sonst hätte ich ihn auch früher kaufen können. Also den holen und dann muss ich mal gucken, ob ich die Raketen freischalten kann. 200. Was natürlich überhaupt nicht effizient ist von der Geldverteilung diese Runde. Aber jetzt kann ich zumindest die ganzen Bienchen runterholen. Ganz gerne auch mal einen Schritt vorgehen. Und jetzt beten wir zu Gott, dass er keine Atombombe schmeißt. Es gibt noch nichts, es gibt nichts für den Schlag zu tun, ne? Ja, also eine Atombombe ist ein bisschen zu risky hier. Und der Level 4 Melting Point, der bringt mir rein gar nichts. Auf Level 1 würde der einen vergleichbaren Effekt haben. Zumindest schießt er jetzt seine Raketen da rein. Da gibt es genug Westen, dass es tatsächlich mal wehtut. Genau, hat auf die eine geschossen. Hat zwei Westen runtergeholt, ganze zwei. Er sollte eigentlich den Mob da runterholen. Die sind so scheiße, die Raketen. Okay, jetzt ist die Runde vorbei. Also ich hab's heute jetzt drei Spiele versucht und ich kann nicht mehr. Ich kann mir das nicht nochmal antun. Es geht nicht. Aber ich würde gerne jeden auf dem Scheiterhaufen verbrennen, der sagt, dass das eine gute Strategie ist. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Ich kann es gerne irgendwann nochmal testen für Tier 2 Einheiten. Mit Tier 2 könnte ich mir vorstellen, wir haben es ja eben andeutungsweise bei den Hackern gesehen. Mit Tier 2, vielleicht in Runde 2, spätestens in Runde 3, kann das funktionieren. Aber mit Tier 3 Einheiten, so ab Runde 4, da könnt ihr euch, also da könnt ihr aus dem Fenster springen, ja, das hätte viel mehr Erfolg dann. Also das kann nicht funktionieren. Ja? Also jeder, der mir das mit Giants sagt, der kann mich mal gern haben. Aber die Tier 2 Geschichte, das wäre es echt nochmal wert, das zu testen, weil das eben gar nicht schlecht aussah. Ich denke jetzt immer noch für schwach, weil ihr sehr unflexibel aufgestellt seid, aber das ist zumindest entfernt denkbar. So, okay, mit dem Albtraum verabschiede ich mich dann für heute. Ciao, ciao.